Dana? Mann, nee, das ist Kette. Was willst du? Ich würde gerne in deinem Bett schlafen. Naja. Also alleine natürlich. So ein kuscheliger Notfahrer ist jetzt nicht so unbedingt mein Typ. Bist du es deiner? Nein. Wo ist der denn? Hier war Ubolf, oder? Verdammt! Was ist los? Was hast du da oben hängen? Könntest du mal wieder zurückgehen? Ach, eine Ork-Armbrust. Warum auch nicht? Ich hänge mir auch immer die Waffen meiner Gegner in die Wohnung. Gut, das hier sieht doch stark nach Schmiede aus. Genau, das müsste der richtige... Ach, das war Ingmar, verdammt. Zeig mir, wie man Erzwaffen schmiedet. Du hast gut gekämpft und unserem Clan geholfen. Deshalb werde ich dir eine Chance geben. Wenn du bereit bist, werde ich dir zeigen, wie man aus reinem Erz Waffen schmiedet. Waffen von unglaublicher Schönheit und Macht. Waffen, die würdig sind, von Königen und Herrschern geführt zu werden. Stimmt, das hatten wir noch offen. Wir mussten die Schmiede befreien und dafür bringt es uns dann bei. Oder dann erst. Zeig mir deine Kunst. Viele Schmiede kamen zu mir, um bei mir zu lernen. Ich habe sie alle wieder weggeschickt. Wieso? Sie waren nicht gut genug. Wenn ich dich unterrichten soll, musst du in die Welt hinausgehen und Erfahrung sammeln. Schmiede die unterschiedlichen Waffen der ganzen Welt. Erst dann bist du bereit, den nächsten Schritt zu tun. Hier, wenn du genug gelernt hast, schmiede dieses Schwert für mich. Wenn es gut ist, werde ich dich vielleicht unterrichten. So, Notmarschschwert, okay. Da werden wir mal schauen, was wir dazu machen müssen. Ich bin ja an sich nicht so der Schmied, aber vielleicht... Moment, wie war das noch gleich? Vielleicht bietet sich das ja doch an. Wo könnte ich denn die Rezepte einsehen? So, wir könnten natürlich auch einfach mal an den Amboss gehen. Hier, Notmarschschwert. Wir haben eigentlich alles da. Leg los! So, Notmarschschwert hergestellt. Wie sieht's aus, Ingmar? Du dreckiger Dieb! Nein, 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 nein! Na, das war doof. Ah. Oh, Leute, das ist doch bescheuert. Ach, das wollte ich gar nicht. Ich könnte wetten, jetzt redet er nicht mehr mit mir. Oh, muss ich erst mal schauen, wo ich das letzte Mal gespeichert habe. Mann. Naja, gut. Wir gucken mal kurz, vielleicht kriegt er sich ja noch ein. Ich weiß es nicht, ich bezweifle es aber ehrlich gesagt. Das ist aber echt dumm, also mal ehrlich, da geht der Fokus von ihm runter, genau in dem Moment, wo ich drücken will. Und direkt dahinter muss natürlich unbedingt was liegen, was ich dann klaue. Wenn ich eh schon geklaut habe, kann ich auch noch das rohe Fleisch hier einschauen. Wir sprechen uns noch. Halt, du wirst hier ein... Oh, sowas. Ich werde das Dieb gesucht. Vergessen wir die Sache. Nein, du dreckiger Dieb. Oh, komm schon, Junge. Kommt das jetzt bei jedem? Ihr nicht, ne? Das Problem ist, selbst wenn Ingmar sich jetzt wieder so einkriegen sollte, kann es sein, dass er dann... sagt, mit drei gegen Dieben will ich nichts zu tun haben. Ja, wenn man unabsichtlicherweise zum Dieb werden kann. So, schlafe ich mal so lange in seinem Bettchen. Da liegt's immer noch drum. Jetzt geht's wieder. Wunderbar. Hier ist das Schwert. Lass sie. Ja. Das ist ein gutes Schwert. Stark und dennoch leicht. Eine gute Arbeit. Jawohl. Was ist mit der Ausbildung? Die Fähigkeiten dazu hast du. Ebenso meine Zustimmung. Doch ich möchte nicht allein entscheiden, ob du geeignet bist. Du nimmst mich auf den Arm. Nein,
Du strebst nach dem Wissen, das uns Nordmarer stark gemacht hat. Ich möchte sicher gehen, dass es nicht unsere Feinde stark macht. Also, was soll ich tun? Geh zu den anderen Schmelzern. Karlan vom Feuerclan, Larsson vom Wolfsclan und Supida. Wenn sie einverstanden sind, bin ich es auch. Yippie. Ganz, ganz toll. Zeig mir deine Ware. Was hat er eigentlich hier als Breitschwert? Na super. Ja, das ist ja jetzt nicht so besonders, was er da hat, ne? Ich weiß gar nicht, was unsere Waffe eigentlich zu bieten hat. 170 plus 10, aha. Das heißt... Zeig mir deine Ware. Das Bastardschwert, das er da hat, ist eigentlich... Barbarenschwert ist eigentlich... Ach nein, ich gucke auf die... ich bin blöd. Ich gucke mal auf die benötigte Stärke statt auf den Klingenschaden. 85 hat es. Was haben wir? 95 plus 10. Ach gut, da hat sich das ja. Okay, okay. Bleiben wir dabei, was wir haben. So. Mach hier keinen Ärger, klar? Ich niemals. Wenn, dann machen die anderen Ärger mit mir. Ich kann gar nichts dafür. So, ach, ich wollte ja Stain ansuchen. Gerade ein. Gut, schauen wir nochmal. Jetzt sollten wir ihn ja eigentlich finden, würde ich denken, oder? Du warst Ketil immer noch. So, wer hat das eigentlich so stürmisch gemacht hier? Muss das denn so sein? Gehört sich das so? So, hier steht ein Amboss. Sehr gut, hier ist das Steiner. Hier ist dein Erz. Gut, hier ist deine Rüstung. Ich hoffe, sie passt. Du bist ja ziemlich klein. Eine leichte Notmar-Rüstung? Zeig mir deine Ware. Ist das euer Ernst? Was soll ich mit einer leichten Notmar-Rüstung? Und dafür, also mal ehrlich, 100 Erz für eine leichte Notmar-Rüstung? Das ist echt heftig. Naja. Gut, wir holen uns aber mal anderweitig hier das Gold. Machen wir das jetzt. Gut, dann nehmen wir die wieder raus. So, das sieht doch gut aus. 10, wirklich. 10. Fast. Haben wir ihn komplett auf 0 gebracht. Sehr schön. Okay, also unser Ruf steigt auch so langsam aber sicher an hier im Clan. Also wirklich vorwärts kommen wir nicht, habe ich das Gefühl. Was ganz schön hart ist dafür, dass man jetzt schon die Schmiede, die Schmelze freigeräumt hat. So, ich will aber mal ganz kurz schauen. Wenn ich Stainer platt mache. Bleib stehen! So. Ja, ja. Das. Oh, das sind aber viele. Ich hatte gehofft, dass es vielleicht nicht ganz so viele sind, die mir nach dem Leben trachten. Gut, das lassen wir dann vielleicht doch lieber. Mir scheint so, als ob es der gesamte Clan ist, der hinter mir ist. Ich wollte mal schauen, ob ich ihn vielleicht umnieten und mir mein Erz zurückholen kann, aber das klappt ja dann doch nicht so. Immerhin brauchen wir noch ein bisschen, um Ugolf da abzuspeisen. Was ja bloß einen Rufpunkt hier im Clan gibt, was ja jetzt nicht so wichtig ist, aber zumindest hätten wir dann ein Quest weniger auf der Liste. Mir fällt gerade ein, eigentlich wollte ich ja, so wie Xaras es mir gesagt hat, mal nach Geldern gehen. So, Peter. Was will er denn haben, der Peter? Fälle. 20 Eiswolffälle. Zustimmung der Erzschmelzer, ja, das hatten wir ja. Steckt das Erz mit Ugolf, alles mit Ugolf. Gut, wir müssen aber mal in die beiden anderen Clans, um das mit den Dings zu klären. Mit den Schmieden. Und dann natürlich auch noch zu Peter. Ich würde sagen, das gehen wir jetzt mal kurz an.
und dann schauen wir auf jeden Fall noch an Geldern vorbei. Hey Gunnar, alles fit? Wo finde ich denn euren Schmied, dessen Namen ich nicht mehr weiß? Hier steht kein Amos. Hier ist zumindest was zum Schleifen, aber Schleifen übernehmen ja hier immer die Krieger und nicht die eigentlichen Schmiede. So, hier sieht es nicht danach aus. Okay, dann gehen wir mal weiter oben schauen. Da sehe ich doch schon einen Amboss. Das sieht doch schon besser aus. Weg da. Wo ist der Kerl? Mal ehrlich, wo ist der Kerl? Wo ist der Kerl? Hatte ich schon danach gefragt, wo der Kerl ist? Hogar, du bist es nicht. Hulk Hogar? Ach, das war schlecht. Nee, ehrlich mal, wo kriegt er denn rum? Das stimmt mich jetzt geringfügig unzufrieden. So, waren wir schon? Bitte mal ehrlich, also da habe ich jetzt schon wieder keine Worte mehr. Das ist irgendwie doof. Ich guck noch mal kurz, wie der heißt. So, Kalan ist im Dienst gewesen. Hier, Ingmar. Ne, doch, Kalan vom Feuerclan, Larson vom Wolfsclan, Peter. Larson vom Dach müssen wir finden. Hier geht's ganz runter, wie ich annehme. Jawohl. Das ist natürlich nicht unser Ansinnen. Ja, das ist irgendwie ein bisschen doof. Ansonsten lege ich mich vielleicht mal aufs Ohr bis in die Nacht rein und schaue dann wieder in seinem Haus nach. Das ist eine Ruine, da bringt mir auch nichts. Wo ist denn dieser Kerl? Das gibt's doch gar nicht, hä? Steht nicht auf dem Dach. Ja, dann würde ich sagen, machen wir das mal so. Schlafen wir mal kurz bis Mitternacht. So. Jetzt ist es auch nicht mehr ganz so stürmisch draußen. Das ist doch auch schon mal ganz nett. Aber der Larson ist immer noch nicht wieder aufgetaucht, ne? Das ist Dimitra Laub, etwas Damage. Ich habe keine Ahnung. Na gut, dann gehen wir erstmal. Vielleicht taucht er ja später irgendwann mal wieder auf. Gehen wir erstmal zum Feuerclan und reden mit Kalan. Haben wir zumindest den schon mal weg dann. So. Ach, wie schön, dass wenigstens in einem Clan die Leute grün sind. Jedes Mal dieses Gesuch, aber die Städte sind auch so, diese Clans sind auch so wahnsinnig unübersichtlich, finde ich. Ist das hier eine Schmiede? Nee, ne? Doch, aber hier schläft auch keiner gerade. Jetzt wird es aber langsam kriminell. Wo habt ihr denn die ganzen Leute gelassen hier?